Werden wir heute den Rheinwald abschließen? Diese Frage stellen wir uns natürlich alle. Schauen wir mal, ob wir es schaffen können. Wir haben ein gutes Tempo vorgelegt, meine Güte. Irgendwie immer schneller und schneller gefühlt. Ziemlich heftig. Und nun fehlt gar nicht mehr so viel. Wow, das war sehr lucky. What the fuck? Es ist extrem lucky gerade, WTF. Okay, okay. Coole Sache. Oh nein. Das lohnt sich nicht wirklich. Oh wow. Erste 30 Sekunden schon. Wieder wie jemanden verloren. Aber wir stehen direkt auf der Treppe. Es geht also definitiv vorwärts. Aber dass es hier Geowatts gibt, ist extrem heftig. Gefällt mir so absolut gar nicht. Und okay, ihr seid wiederum total harmlos und könnt einfach gar nichts. Cool. Ich könnte aber auch mal treffen, sonst kann ich genauso wenig. Also Mew, please. Okay. Boah, du kannst mitkommen. Wir brauchen wieder Verstärkung, wobei die halt wirklich gar nichts können. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar eher ein Fehler ist. Versetzt wahrscheinlich nur irgendjemanden in Erkenntnis. Das ist dann natürlich großartig. Sag mal, Mew. Was stimmt mit deiner Trefferquote manchmal einfach nicht? Es ist wirklich, wirklich schlecht. Boom. Klasse. Ey, Mini-Belebersamen. Wow, wir sind echt gut dabei. Mal wieder einer. Super Sache. Da habe ich in letzter Zeit ja wirklich ganz gut Glück, muss ich sagen. Das ist fantastisch. Schauen wir, dass wir so weitermachen können. Boah, Nidoqueen, ey. Heftig. Aber wow, das war sehr viel Schaden. Okay, Hagel. Auch nicht so schlimm. Genau, Pulverschnee und sofort vereist werden. Von einem Formio. Wow, ey, die letzten 20 Ebenen, Leute. Immerhin geht's vorwärts, muss man sagen. Und Pudox nach wie vor MVP. Nein, ich werde keine Formios wiederbeleben. Oh nein, Nidoqueen. Formio. Holy moly. Ich hasse Geowatts so sehr dafür gerade. Ich habe gar keine andere Wahl, oder? Kann ich noch irgendwas machen? Ich muss einen Schlaforb einsetzen. Du bist sowas von vernichtet, Geowatts. Dafür, was du gerade getan hast. Oh, du verdammtes Geowatts. Wie sehr ich dich dafür gerade hasse, das glaubst du einfach nicht. Und irgendwas Krasses drauf. Blender oder so bringt wahrscheinlich gar nicht viel, weil es Erdbeben beherrscht. Und ich muss meinen Fokusstoß noch aufladen. Was auch gerade ziemlich schlecht ist. Sehr ungünstiger Zeitpunkt für sowas. Hoffen wir mal, dass das keine Probleme uns bereitet. Aber mein Gott. Natürlich muss sowas wieder passieren. Selbstverständlich. Ja, sehr gut. Das ist weg. Ich wäre noch eher zufrieden, wenn es sich auch anschließen würde. Aber was soll man machen? Nice. Immerhin, das funktioniert. Aber wir sind jetzt ein sehr kompaktes Team. Bin nur froh, dass unser Pudox noch lebt. Hey, ein Allkraftorb. Das ist gut. Mein Gott, sind wir geschrumpft gerade. Man sieht schon, immer noch ist es ein Leben am Limit. Oh Gott. Warum ist es nur so ein Leben am Limit, Leute? Na komm ruhig her. Ich bräuchte mal wieder Teammitglieder, kommt mir so. Oh, schade, das wollte nicht drauf anspringen. Sonst funktioniert das ja immer mit unserem Talk hier. Kann mal sich jemand wieder anschließen, bitte? Hallo? Ich brauche Hilfe. Will jemand mitkommen? Cooles Team sucht neue Mitglieder. Oh mein Gott. Das gefällt mir auch nicht. Ich benutze mal das hier. Tschüss. Haut erstmal damit drauf. Das ist halt auch gerade unschön schon wieder. Und Pudox ist garantiert erst recht am Limit gerade so. Wisst ihr was? Das braucht man meistens nicht so sehr. Das könnte aber tatsächlich mal ganz hilfreich sein.
Natürlich. So viel dazu. Danke. Immerhin eine Sache. Hat geklappt. Sehr gut. Na, seid ihr schön verwirrt? Das ist aber nett. Wir haben einen Heiler dabei. Nein! Oh mein Gott! Ach, dass du da wegkommst! Ich wollte nur sagen, dass ich einen hab. Du sollst dich nicht vor den Gegner stellen und dich präsentieren, wie toll du bist, okay? Okay? Ich hoffe, das ist jetzt geklärt, Pudox. Nein, 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 nein. Porygon. Oh Gott, Blitzkanone. Warum gibt's hier nur so viele gruselige Dinge? Ein Glück, dass die Trefferquote einer Blitzkanone absolut beschissen ist. Oh Mann. Jedes Mal kriegt man es hier mit der Angst zu tun. Obwohl wir noch so wenig Ebenen haben. Das ist ja das andere. Schon wieder? Neue Musik, ja. Cool. Ich frage mich, was jetzt noch so alles kommt. Das müsst ihr mir nicht so direkt beantworten. In Ordnung. Das ist in Ordnung. Wenn das. Könnt ihr das bitte sein lassen? Danke. Das wäre sehr freundlich in Zukunft, okay? Ich meine, das nie so direkt Spiel, okay? Du kannst auch mal gnädig sein zu mir. Das ist eine ziemlich uncoole Situation gerade. Ich würde eigentlich so ungern einen Orb gerade einsetzen. Ich weiß halt nicht, was später noch kommt. Und jetzt langsam werden sie dann doch mal knapp. Wir können mal Ausweichorb benutzen. Das ist vielleicht nicht schlecht in der Situation. Kann genauso hilfreich sein. Ah, das funktioniert nur auf einen selbst. Oh lol. Ich habe den noch nie benutzt, glaube ich. Würde. Und Härtner. Weiß gar nicht, was hier gerade am gefährlichsten ist. Mach dich mal weg. Gute Arbeit, aber ich hoffe... Okay, es war nur ein Kreideschrei, das ist gut. Weg mit dir. Oh, natürlich verwirrt. Was auch sonst, ne? What else? Bring mal alle anderen mit her. Okay, das war spannend. Hat sich unerwartet alles entwickelt, aber okay. Das war auch alles seltsam. Bitte, okay, es ist weg. Das war eine sehr eigenartige Situation gerade. War wirklich weird, Leute. Aber ich bin froh, dass es gut ausgegangen ist. Was ist denn hier los? Also ein Kreuz im Boden. Ich sehe schon, wir haben anscheinend hier die Glaubensgemeinschaft der Pokémon gefunden. Oh Gott. Wobei, dann ist es vielleicht seltsam, dass hier kein Fossil rumliegt. Ich denke, das ist... mit Ramm. Okay, das war nicht so schlimm. Das war eine schwache Intensität. Wobei, es war ein Volltreffer. WTF. Seltsam. Solange der Mondschein noch funktioniert, passt ja alles. Trotzdem, es ist aktuell etwas gruseliger als sonst, habe ich den Eindruck. Es läuft gefährliches Zeugs rum. Mit Glücksamen warten wir, glaube ich. Müssen mit unseren Erfahrungspunkten ziemlich weit eigentlich sein aktuell. 82. Okay. Oh, der K.O.-Orb. Auch eine super Sache. Nehmen wir mit. Ich bin immer noch erstaunt darüber, wenn man so gut treffen kann mit Blitzkanonen. Aber dieses Forstelka hat es anscheinend drauf. Es ist einfach... Es hat das Aim voll und ganz verstanden. Mein Gott! Dieser Ramboss war absolut heftig. Surfer. Bei Surfer ist es, glaube ich, in dem Spiel leider auch so, dass es sich auf alle auswirkt und nicht nur auf Gegner. Deswegen ist Surfer nicht so krass. Wäre jetzt cool, wenn ich allein wäre, komplett wieder. Dann ist Surfer durchaus ganz mächtig. Dasselbe gilt ja auch für Erdbeben. Bei Erdbeben muss halt ansonsten dein Team einfach stimmen. Das geht natürlich auch. Schwebebird rein, Flug-Pokémon rein, sowas. Was ist denn da unterwegs? Ach so, ein Ponita. Oh Gott. Armes Ponita. Hätte sich auch einfach anschließen können. Wo bleibt die Blitzkanone? Ich sagte, wo bleibt die Blitzkanone? Toll, jetzt bin ich angezündet worden. Danke dafür. Hallo? Forstelka? Wärst du wohl so freundlich? Das ist ein bisschen unschön.
Schauen wir mal, was da vorwärts kommen. Ach, wenn der Regen doch nur den Brand löschen konnte. Das wäre so schön. Ey, noch einer. Okay. Das ist auch nett. Ja, wir droppen mal ein paar Äpfel. Wir brauchen die garantiert nicht mehr. Wir haben so viele davon. Was ist jetzt schon wieder? Forstaker, du solltest es vielleicht besser nicht machen. Autsch. Porygon. Hat seinen Typ noch nicht verändert. Ja. Warte, was hast du getan? Warum Käfer? WTF? Seltsam. Warum hat es nicht mich anvisiert? Sondern scheint irgendjemand anderen. Danke. Darauf habe ich gewartet. Ach ja, stimmt, meine Fassade ist auch stärker. Sehr, sehr gut. Kommt wieder ein Kamerup vorbei. Erstmal hier erledigt. Natürlich mein Fokusstoß, was auch sonst. Okay, wir kriegen immer einen Schuppert. Das habe ich auch noch gar nicht. Cool. Nice. Mal sehen. Sah nach einem ziemlich Status-Effekt-basierten Movepool aus bisher. Von dem, was er so rausgehauen hat. Aber warum nicht? Erdkräfte. Cool. Ich bin so froh, dass gerade noch alles lebt. Das ist wahrscheinlich eher lucky, wieder mal. Ja, wir brauchen einen Schlaforb. Das geht nicht anders, Leute. Mist. Allmacht würde natürlich auch funktionieren. Ach so, stimmt ja, richtig. Da war ja was. Mit unserem Fokusstoß. Jetzt könnt ihr wieder raushauen. Ich bin froh, dass gerade keine Erdkräfte geflogen kommen, ne? Da werde ich schon wieder nicht geheilt, das nervt mich gerade tierisch. Aber jetzt können wir, stimmt, wir sind nah genug dran, dass auch sowas hier machen können, klar. Da muss ich nur hier wirklich zielorientiert wieder verhalten. Genau das Richtige machen, schade. Mit Erdkräfte wäre halt zum Beispiel richtig krass gewesen, so als Recruitment. Ist das, was man sehr gerne einfach hat, ne? Das ist schon echt nützlich. Aber egal. Ich denke, wir schaffen heute auf jeden Fall die 99 Ebenen. Celebi ist gefühlt in sehr greifbarer Nähe schon. In der Tat, da geht es nämlich fleißig weiter anscheinend. Cool. Also Spiel, ich hoffe, du bist gnädig genug heute. Okay, das war nur eine Glut, aber... Trau dem Frieden nicht so ganz. Ne, wir gehen nochmal kurz zurück, Leute. Sicher, sicher. Oder halt so, genau, das ist auch ganz gut. Super Sache. Boom. Und Fassade. Hey, ein Ponita. Mit Wunderheilung. Cool. Auch Level 30, sehr gut. Jo, wir kriegen wieder ein Team zusammen, das ist schön. Es tut sich wieder ein bisschen was. Auch wenn ich hoffe, dass sowas wie Erdbeben und so weiter mal ausbleibt oder Erdkräfte. Das ist halt super gefährlich. Aber da erzähle ich euch nichts Neues. Dann, wenn so ein ganzes Team auseinandergerissen wird auf einmal wieder. Aber ich habe Team-Millibo-Orbs, das ist das andere. Davon auch nicht vergessen dabei. Lohnt sich das? Habe ich einen Steril-Orb dabei? Ich habe tatsächlich eins, lustig. Okay. Weißt du was, dann tauschen wir den einfach so. Und benutzen den direkt. Ja. Bitte keine Erdkräfte da hinten, ne? Nicht hinten, aber vorne. Und da ist das Ponita weg. Das würde bedeuten, es kommt ein Mega-Kamerup. Nein, in dem Fall muss ich den Mini-Beleber-Samen benutzen. Das ist besser, Leute. Und wir brauchen wieder irgendwas, das uns in dem Raum hier hilft. Ja, leider, Leute. Leider ist das der Fall. Ich tendiere sogar gerade zum Allmacht-Orb, ganz im Ernst. Ich mach das, glaube ich. Und dann halt so. Kann uns erstmal nichts passieren, nämlich... Das ist relativ entspannt gelöst worden. Ohne große Panik, aber es war einfach besser, glaube ich, in dem Fall. Die hat mir nicht so viel Verwendung. Einen Bosskampf gibt es ja meines Wissens nach nicht. Früher hast du Celebi auf jeden Fall direkt bekommen. Weil ich glaube, früher hat man Riyahi auch direkt bekommen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
Aber ist auch egal. Jedenfalls, ich denke, wir kriegen das schon hin. Miltank finde ich wiederum sehr gruselig, weil das bedeutet wahrscheinlich große Walzergefahr. Paralyse auch nicht so nett, aber wenn ich mit Schuppe den Platz tauschen kann, dürfte ganz gut sein. Hast du dein Talent, dass du damit durchkommst, oder was? Toll. Mit der regeneriere ich mal wieder. Mondschein ist nett, aber ich brauche vor allem diese Paralyse weg. Mew, danke. Postecker, was hast du getan? Gegen Kamerupt kämpfst du besser nicht alleine. Benutzen wir nur einen Single-Zweig, um die Situation so zu meistern, dass wir einfach aus dem Raum rauskommen, ohne Probleme. Was zum Geier ist vor dir? Porygon 2. Nimm das. Oh-oh. Ja, es hat's geschafft, Ponyta. Krass. Ponyta gegen Kamerupt, wirklich. Das ist eine Meisterleistung, wenn es das hinbekommt. Das ist schon ziemlich cool. Respekt. Ich denke, wir werden Drachenrute auch nicht mehr benutzen. Lieber sowas hier dabei haben. 86, Leute. Krass. Wartet mal ganz kurz. Wir haben doch immer... Haben wir... Nee, wir haben... Okay, wir haben alle Richtungszweige uns auch verbraucht bisher. Ja, gut. Dann halt nicht. Passt schon. Was hätte ich jetzt noch eingesetzt? Okay, wir brauchen ihn noch gar nicht. Wäre hier verschwendet gewesen. Sieh mal einer an. Ja, es läuft gut. Die Treppen kommen alle. Das ist super. Weiß nicht, ob ich auf das Item jetzt so scharf bin da drüben. Gucken wir uns erstmal da um. Yo! Wie cool! Kann sich halt voll sehen lassen gerade. Krass. Eben 88. Okay, okay, Funkelfeld, Funkelfeld. Was bescherst du mir schönes, Funkelfeld? Ein Zink. Okay, das hätte ich vielleicht nicht unbedingt so machen sollen. Wir tauschen besser den Platz mit dir. Oh, verfehlt ein Glück. Oha, es geht weiter. Die nächste Treppe. Nur noch 10 Ebenen. 10 Stück und wir haben es. Da muss man schnell sein. Ich weiß nicht, was du alles im Movepool drin hast, aber es gefällt mir nicht. Nur daran zu denken. Das müsste ja Trockenheit haben, das ist ganz gut. Da sind wir auf jeden Fall gewappnet, auch so noch. Oh boy, das ist gefährlich. Okay, jo, jetzt sind wir stärker und haben noch Feuersturm im Petto, das ist gut. Aber anscheinend nicht gut genug. Danke! Es reicht einfach zu sagen, es ist nicht gut genug. Okay, hier kommt die Blitzkanone, ich treffe schon, keines Auge. Boom. Richtig cool. Es ist doch schön, wenn Dinge einfach so funktionieren. Okay. Oh, Altarias gibt's hier sogar. Krass. Auch gruselig. Altaria hat, glaube ich, auch standardmäßig Furienschlag mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das war jetzt nur, dass wir Giftstatus bekommen. Das ist relativ harmlos noch, vergleichsweise so. Gut. Oh, Xerox gibt's auch. Okay, aber es hat vierfach Schwäche, also dürfte nicht so schlimm für uns sein. Ein Zwirklops? Lol, schon wieder die nächste. Ja. Nur noch 8 Stück, also wir sind kurz davor. Na, fehlt echt nicht mehr viel. Und dann ist dieser 100% Wahnsinn bald mal wieder vorbei. Und man ist immer wieder froh darüber, wenn man ein Projekt so weit dann abgeschlossen hat. Muss man sagen. Aber es wird sicherlich noch ein paar Abschlussworte geben, wenn wir dann wirklich so weit sind. Bisschen was fehlt da schon noch, aber es ist halt wirklich nicht viel. Wenn wir das hier geschafft haben, dann ist der Großteil definitiv weg, also das Schlimmste. Lol, ist das gut, WTF. Aber Altaria ist, glaube ich, auch sehr leicht, ne? Da macht es natürlich sehr viel Schaden dann auch dementsprechend. Darf Rambos nicht unterschätzen.
habe schon hier sehr häufig guten Rambos-Schaden gesehen in einem Dungeon. Zornklingen. Aber du hast eine Vierfachschwäche. Keine Chance. So, 7 Ebenen. Oh, verdammt, das habe ich gerade überhaupt nicht gesehen, ey. Feuersturm! Auch das nehmen wir alles noch mit. Das kann uns alles noch nützlich sein. Ja, ja. So ist das. Ich habe auch diese 2 Glückssamen, die würde ich ganz gerne dann auch bald mal benutzen. Um ehrlich zu sein. Man, wie viel fehlt bitte schon noch? Das kann doch nicht viel sein, oder? 830. Okay, das ist wirklich nicht viel. Ein paar Gegner noch und dann haben wir's. Das geht auf jeden Fall voll klar. Ich denke, wir können jetzt auch etwas verschwenderischer mit Silbernadeln allmählich werden. Ja, wirklich. Auch in solchen Situationen mal einsetzen. Lohnt sich einfach. Erstarrorb. Das können wir mit einem Einraumorb übrigens ganz gut kombinieren, glaube ich. Das ist auch noch ganz gut. Dann lösen wir eine Ebene definitiv so. Kommt die Pursuft-Bäre weg. So. Ich denke, die lösen wir jetzt noch so, aber wir könnten zum Beispiel auf der nächsten Ebene das einsetzen. So, Tropios, huh? Willst du einen Feuersturm abbekommen? Grasmixer. Uff, da sah das treffsicherer. Ja. Da kommt auch schon der Mondschein hinterher. Immer wieder angenehm. Pudox, ich kann es immer wieder wiederholen. Das war das Großartigste bisher, insgesamt so. Dieses Pudox. Legende. Legende. Absolute Legende. Wir können auch einen Einraumorb mit einem K.O.-Orb theoretisch kombinieren, oder? Das würde ja auch gehen. Eigentlich schon. Das würde ganz schön viel bringen, glaube ich. Ey, komm, lass uns den mal einsetzen. Warum nicht? Okay. Hat ja sehr viel offengelegt. Aber passt doch. Achso, wir haben noch einen K.O.-Orb. Okay, dann lassen wir es lieber. Aber... Moment. Doch, der Star-Orb, genau, das ist er. Wenn du noch einen Raum hast, ist der Star-Orb ja quasi genauso wie ein Stopper-Orb, kann man sagen, ne? Da ist dann kein Unterschied mehr. Psychokinese, cool. Warte, lernt das Mew nicht sowieso bald automatisch? Ich glaube schon, oder? Nett, wie man einen erstarrten Tropius so oft mit Feuersturm verfehlen kann. Das muss er auch mal schaffen, ist ein Talent, Leute. Ist ein absolutes Talent. Oh mein Gott, was hier einfach noch alles unterwegs ist, ne? Crazy. Wir haben noch irgendwas anderes auch getroffen. Oh, auch gefährlich. Weiß gar nicht, was das alles im Movepool drin hat, aber... Mir gefällt der Gedanke alleine schon nicht, dagegen zu kämpfen. LOL. Zum Schluss noch ein Libeldra, count me in. Okay. Das sollte uns ganz gut absichern. Verrückt. Absolut verrückt. Jo, da ist das Level up. Darauf habe ich eigentlich gewartet. So, mehr oder weniger. Dann können wir noch unsere beiden Glückssamen reinhauen und dann passt die Sache schon. Ah, da kommt die Psychokinese. Witzig. Jo, hauen wir Fassade raus, definitiv. Wurde auch mal Zeit. Oh. Okay. Als ob. Schon wieder die Blitzkanone getroffen. Weg mit dir, Brutalander. Aber es ist echt gruselig, dass es auch noch Brutalanders jetzt gibt. Macht die Sache nicht gerade besser. Warte, was? Moment mal. Unser Libeldra hat Erdkräfte drin. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Vor allem, ich kann ja mit Wandel sogar mich in Libeldra selbst verwandeln. Das wäre ziemlich praktisch, glaube ich. Das machen wir später so. Dann dürften die letzten Ebenen noch ein Klacks werden. Jetzt erstmal noch 2 davon reinhauen. Dann sind wir ein Level 32er Mew. Und werden eine ganze Weile vielleicht einfach als Level 32er Libeldra verbringen. Yo, das ist ja super. Dass wir echt jetzt endlich mal was mit Erdkräften bekommen haben, ist schon wirklich ein großer Gewinn.
Yes. Levelaufstieg. Das machen wir so. Guckt euch das an, ey. Das wird einfach alles vernichten, so. Da haben wir wenig zu befürchten. Das ist allerdings schon zu befürchten. Oh Gott. Wisst ihr was? Ist es mir das wert, einen Stopper-Orb zu benutzen? Ich glaube schon, weil das Ding könnte Erdbeben beherrschen. Und das will ich absolut nicht. Beim besten Willen nicht, ne. Geht mal alle drum rum und dann hauen wir aber gleich alles drauf, was wir so haben. Jo, das war es definitiv wert. Und dann verwandle ich mich in Lebeldra, weil es Erdkräfte hat. Außerdem sind wir so auch sicher, weil wir ja Schwebe drin haben, vor Erdbeben und so weiter. Das heißt, das macht uns dann auch gar nichts. Sichert uns also wirklich gut ab. Mach stimmt ja, der Stopper-Op ist ja sowieso noch ready. Du wurdest nicht davon betroffen, du bist wahrscheinlich neu gespawnt. Oh oh, oh oh. Unschön. Ja, wir gehen einfach weiter. Wir müssen ja auch gar nicht so auf Erfahrung achten oder so. Vor allem jetzt zum Schluss ist das natürlich albern. Da hoffe ich mal nicht, dass es so eskalieren würde. Ich weiß nicht, wie krass es sonst noch so ist, was es sonst so für Moves hat. Wir gehen mal kurz ein bisschen zurück. Noch eins zurück. Verdammt, das war Rihorn. Bevor wir jetzt ein Mega-Metacross vor uns haben, ist das wahrscheinlich die bessere Wahl, leider. Und ich schmeiß einfach eine Silbernadel. Nein, das... Oh Gott, ich habe mich verklickt. Okay, dann brauche ich sie wahrscheinlich wiederum nicht unbedingt. Aber die ist treffsicherer, deswegen benutze ich sie trotzdem. Zur Not lieber treffsicher agieren. Oh Gott. Scheint, als hätten wir doch noch ein paar Probleme jetzt. Hier und da. Mandelzweig. Oh Gott, bevor uns noch ein kleines Knospi jetzt umhaut, benutze ich doch lieber noch eine Sinelbeere zum Schluss. Wow, die letzten Ebenen sind echt intensiv gerade, ist echt witzig. Und das sage ich von... Wenn ich vor einem Knospi stehe, vor allem, weißt du? So richtig cool. Wow, da kommt ein KP Schaden. Oh Mann, ey. Richtig schlecht einfach. Aber man weiß ja nie. Beide spammen jetzt Dampfwalzen und verfehlen einfach. Dieses Knospi versperrt radikal den Weg. Aber wir haben es eliminiert, Leute. Oh, hi Tropius. Cool. Weiter geht's. Oh, da ist auch schon wieder die Treppe. Lol. Drei Ebenen noch. Ja, wir haben es bald. Wer ist hier im Raum? Okay, es ist eine Libeldra. Silbernadel. Silbernadel. Wow, und es benutzt Sandwirbel. Richtig cool, ey. Richtig hardcore. Ich sag's euch. Jo, hi. Oh mein Gott. Wenn es doch nochmal so gruselig wird, das ist der Wahnsinn manchmal. Oh oh. War es das? Nein. War es das? Danke. Puh. Ja, dass wir Protalanta sind, ist schon wiederum echt keine schöne Sache. Das kann schon nochmal gewaltig eskalieren. Natürlich verfehlen wir. Was auch sonst. Tja, das nutzt nichts gegen Verwirrung. Da steht halt noch irgendwas, das ist vielleicht das Problem, aber sehen wir mal. Oh, ist ein Silberhauch. Ja, wir stehen vor einer Beldra, ist nicht so cool. Muss nur treffen, oder? Jo, das war's. Cool. Schon wieder was, was funkelt. Was war's? Ein Zink. Nach der Zeit brauchen wir es wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu benutzen. Ja, wir können Erdkräfte und Silber auch kombinieren. Ich glaube, das ist irgendwas, was gerade fliegt. Ja, deswegen. Hat's trotzdem geschafft, krass. Oh, komm schon, die letzten Ebenen. Wo ist denn die Treppe? Gib mir eine Treppe.
Ja, stimmt, der Erdkräfte wirkt ja sogar gegen dich. Voll vergessen. Denkt man nicht unbedingt dran. Denkst irgendwie automatisch, dieses Omod würde einfach fliegen. Und holy moly, was ist das nochmal für ein Raum hier? Naturkraft brauche ich jetzt nicht, das ist nicht das krasseste, aber trotzdem. Cooler Raum. Zwei Ebenen noch, Leute. Zwei. Wisst ihr was? Machen wir doch einfach mal so weiter, dass wir... Wir können doch mal einen Raumort benutzen. Und diesmal vielleicht wirklich mit K.O. kombinieren. Oh ja, stimmt. Silber auch. Plus Erdkräfte. Brauchen wir da überhaupt K.O.? Ich weiß ja nicht. Fixierorb ist ein bisschen gefährlich gegebenenfalls. Ich will das nicht unbedingt benutzen. Aber eigentlich sind wir doch gut genug gewappnet, oder? Yo, Omod, das machst du schon. Oh, ist das mies, ey. Durch den ganzen Raum durch einfach. Das ist viel Erfahrung. Kann man schon mal machen, ne? Yo. Super. Was haben wir eigentlich jetzt alles bekommen? Ich glaube nicht, dass wir noch einen Anwerbungsort benutzen müssen. Oh mein Gott, Leute. Jetzt noch die Treppe finden. Jetzt noch die Treppe finden. Das ist alles, was wir tun müssen. Nehmen wir ruhig den Lethargieorb auch noch mit, wenn wir schon dabei sind. Man weiß ja nicht, ne? Ich glaube zwar nicht, dass der jetzt irgendeine Rolle noch spielt, aber hey. Auch wieder ziemlich gefährlich. Stimmt, eine Psychokinese kann ich auch einsetzen. Oh mein Gott. Nee, du. Ich habe immer noch Wandelzweige, tut mir leid. Und die werde ich jetzt auch nutzen. Ich bin auch nicht blöd. Wandelzweig, mein Freund. Oh, da ist es gelandet, witzig. Oh, und sogar noch ein Allmachtorb, aber den werde ich nicht mehr einsetzen können. Oh Mann, ey. Ja komm, wo ist er? Wo ist er? Immer schön vorbei. Ich schlafe jetzt alle noch. Okay, an dir komme ich nicht so einfach vorbei. Das ist natürlich schlecht. Silbernadel. Nein, keine Erdkräfte. Okay, cool. Milchgetränk. Wow, das wirkt auf beide. Echt krass. Wusste ich noch gar nicht. Dann ist Milchtank eventuell sogar ein ganz guter Supporter in dem Spiel. Wusste nicht, dass Milchgetränk so wirkt in Mystery Dungeon. Das ist interessant zu sehen. Ich spiele ja ganz gerne Supporter. Dann kann man Milchtank vielleicht auch empfehlen, weil Walzer hat das ja garantiert auch im Movepool. Das dürfte an sich eigentlich ganz cool sein. Dürfte ein relativ guter Mix sein, ne? Mix aus Support, Tank und guter Offensive. Durchaus nicht ganz unnütz. Und da ist sie, die entscheidende Treppe. Endlich. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Nee, warte mal. Ach so, 99 plus. Oh, okay. Alles klar. Dann ist es doch noch nicht ganz die letzte. Lass das mal ganz kurz sehen, was wir überhaupt noch alles an Ressourcen haben. Wir haben tatsächlich keinen Belebersamen mehr. Das heißt, wir sollten nicht so sehr all-in gehen vielleicht unbedingt. Das ist ein bisschen ungünstig. Haben wir noch irgendwas, das auf die ganze Ebene wirkt? Das sollten wir gegebenenfalls einsetzen. Damit alle Gegner im Raum an einem Ort und versetzt sie für eine Weile in den Zustand Stillstand. Das hier könnten wir kombinieren mit einem Allmachtorb. Dann sind wir alle Gegner schon mal los. Das ist eine gute Idee eigentlich. Oder K.O.-Orb. Aber erst... Ah ne, wir haben nur Allkraft. Wir haben nicht Allmacht. Alles klar. Gut zu wissen. Sonst hätte ich jetzt einen Fehler gemacht. Schwierig. Sehr schwierig. Haben wir hier noch irgendwas, was uns hilft? Wir haben einen Flinksamen, den können wir erstmal einsetzen, warum nicht? Wenn wir so ein bisschen die Gänge hier erforschen, dass wir nicht gleich komplett überrumpelt werden oder so. Ich hab den Treppenraum gefunden, oh mein Gott. Ein Belebersamen, ganz zum Schluss, damit wir noch ja erreichen. Fantastisch. Es ist geschafft, Leute! Das ist es! Wir sind durch! Yes! Oh mein Gott, was für ein Erlebnis! Es war eine Achterbahnfahrt schlechthin. Und nun stehen wir endlich da. Nanu, da ist jemand. Es ist das Zeitreise-Pokémon Celebi.
Celebi möchte dem Team beitreten. Es will Team Heart Hero mit aller Kraft helfen. Es gibt keinen Grund, seine Bitte abzulehnen. Seine Hilfe ist natürlich mehr als willkommen. Du hast jetzt Zugang zum Camp Heilwald und yes, Leute, es ist da, es ist endlich da, es ist endlich da, es ist endlich da. Puh. Du brauchst jetzt keinen Spitznamen, aber oh mein Gott, ey, das ist schon krass, das ist wirklich krass. Schöne Musik übrigens im Hintergrund. Ich glaube mal, die hört man nur hier, oder? Oh, ist das schön. Es ist endlich da. Die ultimative Herausforderung haben wir geschafft. Das Schwerste an Mystery Dungeon ist nun hinter uns. Und nach wie vor wünsche ich allen natürlich ganz viel Erfolg, die es selbst probieren. Es ist überglücklich, dass es nun auch zum Team gehört. Mew hat alle Aufträge erfolgreich abgeschlossen. Ach stimmt, wir hatten ja auch noch Aufträge. Ja, Pudox, Pudox, Pudox. Jawohl. Jawohl. Dieses Pudox, Leute, es ist die Legende. Es ist das beste Pudox aller Zeiten. Das habt ihr noch nicht erlebt. Dieses Pudox kommt sowas von mit. Aber sowas von. Mir egal, ob ich schon eins habe. Es ist die Legende. Ja, es ist wirklich... Es ist der Wahnsinn. Genau, du bist einfach die Legende. Punkt aus Ende. Ich brauche dazu keine weiteren Worte verlieren. Dieses Pudox hat gecarried bis zum geht nicht mehr. Es hat das Team regelmäßig unterstützt mit Heilungen, sein Bestes gegeben. Es hat es einfach wirklich gemeistert, ja. Es ist fantastisch. Dieses Pudox. Legende. Bitte. War jetzt etwas zu schnell. So. Die Legende. Ja. Jawohl, ey. Das ist so. Oh mein Gott, dieses Pudox, ey. Ja, du kannst auch mitkommen. Alles klar. Alle kommen so mit. Das sind die Leute aus dem Rheinwald. Und wir haben sogar noch Sachen, die wir noch gar nicht vorher hatten. Das ist doch schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Schuppert hatte ich vorher auch noch nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Puh. Kommen wir nicht drauf. Klar. Und zum Schluss ging es echt schnell jetzt irgendwie. Das ist ja auch echt cool. Ihr kommt alle mit. Wirklich. Alle. Ja. Und noch ein Libeldra zum Schluss. Ach komm. Auch du hast dich noch so reingeschlichen ganz zum Schluss. Bist du auch cool. Und noch Omod, okay. Gott, dieses Icon. Sieht schon schräg aus, aber gut. Oh mein Gott. Ja, und wir kriegen noch ein paar Punkte natürlich, weiß gar nicht. 350 geben die hier, naja. Könnte ruhig auch noch mehr sein, to be honest, für den Rheinwald. Okay, das waren 380 gerade, oder? Jo, krass. Das ist schon ordentlich. Danke für die Hilfe. 380, ja, das ist schon wirklich, wirklich gut dann wiederum. Okay. Am nächsten Morgen. Ist wieder alles bei der Normalität. Wir holen uns noch den Meisterrang. Und dann geht das letzte Stückchen Postgame los, was aber wahrscheinlich total easy sein wird. Im Vergleich dazu. Wird wahrscheinlich alles ein Witz sein, was das Spiel noch zu bieten hätte. Und ich meine, es hat ja nichts wirklich Neues sonst mehr zu bieten. Meteoritenhöhle, kann ich ja mal einnehmen, was soll's. Dass wieder ein Platz frei ist. Wir besuchen mal kurz Celebi, würde ich sagen. Wenn wir schon dabei sind. Der Heilwald. Schön, so sieht er aus. Celebi. Zauberblatt, Antikraft, Vitalglocke, Genesung. Du hast, glaube ich, eine sehr langsame Levelkurve, wenn ich mir das so angucke, oder? Innere Kraft. Das Pokémon wird manchmal von allen negativen Zuständen befreit. Das ist ganz nett. Sehr beruhigende Musik zum Schluss. Ja, und nun folgt das letzte bisschen und dann ist dieses Projekt beendet. Also wahrscheinlich sogar nur ein Part, denke ich. Sehen wir mal. Ich weiß nicht, wie lange jetzt das Ende ist, aber maximal 2, denke ich mal, ne? Jo, aber es war dafür jetzt auch nochmal sehr, sehr lange alles hier mit dem Rheinwald. Klar, wie sollte es auch anders sein? Ich bin froh, es getan zu haben hier mit dem Rheinwald, das war fantastisch. Ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall, das Highlight schlechthin. Und nun sind wir fast fertig. Ja, da stehen wir nun. Alle Legendaries, nur noch ein Rang und das Ding ist auf 100%. Bis zum nächsten Part.